Heute zeige ich euch diese Hellebarde, auch bereitgestellt von Battle Merchant. Darum an euch, vielen lieben Dank und los geht's! Bei einer Hellebarde handelt es sich um eine Stangwaffe, die für Hiebe und Stiche geschaffen wurde. Oftmals besaß sie auch einen Haken. Mit diesem Haken konnte man sich beim Gegner einhaken und ihn aus dem Gleichgewicht bringen oder ihm Rüstungsteile vom Körper schneiden. Die Hellebarde, die wir hier im Hintergrund sehen, kostet ungefähr 74 Euro. Das Blatt der Hellebarde ist ca. 41 cm lang und ist an seiner breitesten Stelle ungefähr 7 cm breit. Der mitgeführte Stiel ist ca. 1,80 Meter lang und wird auf ungefähr der Hälfte in der Mitte verschraubt. Das Blatt ist handgeschmiedet und besteht aus Kohlenstoffstahl. Betrachten wir nun den verschraubbaren Schaft ein bisschen genauer. Wie schon erwähnt, wird er ungefähr auf der Hälfte des Schaftes verschraubt, hier zu sehen. Hier sehen wir den Schraubmechanismus, nicht sehr mittelalterlich. Allerdings sehr platzschonend und praktisch, da die Hellebarde dann zerlegt werden kann und nun sehr kompakt ist. Und dann schrauben wir sie auch schon wieder zusammen. Mit der Qualität des Blattes der Hellebarde bin ich sehr zufrieden. Nun zeige ich euch aber ein paar Probleme, die ich damit habe. Das Problem, dass wenn ich schlage, ne, und irgendwas Hartes trifft, dass das hier die Sollbruchstelle ist. Also ich könnte es genauso gut so machen und das Ding wird zerbrechen. Merkt man auch schon, wenn man es in der Hand hat, dass es wahnsinnig wackelig ist. Ja. Dann ist zum einen das Problem der runde Griff. Ja. Weil, wenn du irgendwo drauf triffst und du triffst schräg auf, dann dreht sich die Axt. Also wenn ich jetzt einen Schlag ausführe und ich komme schräg mit dem Ding auf, darum hast du keinen runden Griff bei Stielwaffen, dann rutscht dir das Ding weg. Ja. Mach's nochmal. Ja, genau. Das heißt, ich könnte es, wenn ich denn irgendwie im Kampf getüttelt bin und mir dreht sich das Ding, dann kann es sein, dass ich zuschlag und ich triff den nur so. Mhm. Und im schlimmsten Fall treffe ich den so oder so und dann rutsche ich genauso weg. Also sind zum einen mal der für mich instabile Schraubverschluss, eine Sollbruchstelle und dann auch der runde Schaft ein Problem zum Führen der Waffe im Kampf. Ich möchte euch jetzt aber noch zeigen, wie man die Hellebarde einsetzen kann. Natürlich den benutzen zum Stechen. Zum Einhaken und Ziehen und natürlich zum Schneiden. Und natürlich auch, um drauf zu hauen wie mit einer Axt. Ich möchte euch jetzt noch zeigen, wenn ihr die Hellebarde nicht scharf verwenden wollt, was ihr noch damit machen könnt. Ist, kommt stumpf, also es passiert nichts. Man kann es schleifen, man könnte das jetzt aber auch wegmachen, an den Stiel hin machen, die Kanten abschleifen und als Schaukampfwaffe verwenden. So, also, Dankeschön, vielen lieben Dank. Also lässt sich der Hellebardenkopf auch an einem eckigen Stiel als Schaukampfwaffe verwenden, wenn man die Kanten und Spitzen abschleift. Das war's dann soweit auch schon von mir. Gleich kommt ein Fazit und falls ihr Interesse daran habt, dass ich diese Hellebarde mal im Extremfall teste und ein bisschen was damit zerkloppe, dann schreibt es in die Kommentare. So, die Hellebarde mit Schraubschaft kriegt von mir 3 von 5 möglichen Bärenbewertungssätzen. Wieso, das sage ich euch jetzt. Zum einen habe ich ein Problem mit dem Schraubverschluss, da er für mich zu instabil ist, und zum anderen mit dem runden Schaft. Mit der Qualität des Blattes bin ich sehr zufrieden. Natürlich könnte das ganze Ding auch nochmal um 10 Euro billiger sein, dann wäre es eine gute Alternative zu anderen Hellebardenblättern. Man kann da natürlich noch hinten einen Zacken, also einen Haken hinzufügen, um sich auch beim Gegner schön einhaken zu können. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis demnächst.